Ich hoffe, ich krieg das hin. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ich bin ja so ein bisschen skeptisch, was sowas angeht. Zu Hause. Mal gucken. Kleinen Moment, bitte warten. Was? Es hängt? Minecraft hängt? Was ist denn da los, Minecraft? Aha. Minecraft hat einfach mal einen Hänger. Und ich habe einen Huhn in der Wohnung. Ganz normales Minecraft verhalten. Okay, also. Eichenholz haben wir. Fichtenholz haben wir. Wir haben auch Tropenholz, ne? Tropenholz müssen wir haben. Da haben wir auch noch Fichtenholz. Okay, dann kann das auch wieder zurück. Tropenholz. Komm, nehmen wir auf uns selber mit. Dann haben wir Sticks, die brauche ich nicht, die produziere ich. Birkenholz. Schwarzeichenholz. Und Akazienholzstämme, die ich nicht habe. Gut, Creepblock gibt es eh nicht mehr. Ich habe kein Akazienholz. Was ist denn da los? Habe ich denn da Setzlinge, so unersetzliche? Summon, Creepblock-Setzlinge? Akazien-Setzlinge. Gar nicht? Okay. Na ja, gut, dann gibt's die halt erstmal nicht. Dann haben wir erstmal eine Kiste im Leerlauf. Ist dann halt so. Erstmal. Oder aber da kommt halt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das dann automatisch sich so sortiert. Das habe ich halt jetzt nicht vorher getestet. Naja, jedenfalls mit unserem Holz irgendwie schon so ein bisschen vorankommen und Sachen einstellen können, so wie wir es gerne haben wollen. Okay, also wieder zurück zum Industriegebiet. Ja, so langsam hat er hier alles an Wasser vollgepumpt, ne? Was er so vollpumpen kann. Ah, noch nicht ganz. Und es hat hier noch nichts an Wasserspiegel geändert. Was fast schon merkwürdig ist. Weil, wie gesagt, ne, als wir das hier im Testgelände hatten, hatten wir das ja, dass Wasser dann wirklich abgesogen wird. Und irgendwann ist das Wasser weg. Ne? Frage ist halt, wann dies irgendwann eintrifft und so. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Wir haben uns hier mal so ein schönes kleines Erdgerüst hier wieder. Itemfilter. Du machst nicht das rein, sondern du machst Schwarzeiche. Ne? Hier machst du. Was? Item Verbindung mit der Down. Item kann Erdempfang von. Ja, das ist mir egal. Hier machst du Itemfilter. Birke. Birke. Das ist, was ich noch brauche. Muss ich gleich noch bauen. Das wird noch lustig. Hier machst du Tropenholz. Achso. Tropenholz ist ein gutes Holz. Tropenholz. So, bring noch das. Und das. Noch ganz kurz hier zum Check. Da ist Tropenholz drin. Oder wird dort einsortiert? Hier machen wir Fichte. Gute alte Fichte. Und hier Eichenholz. Aha, so. Okay. Das ist das. Und dann brauche ich schon wieder eigentlich Licht. Ich
bräuchte hier Fackeln und so. Aber ich habe keine Fackeln. Ich habe auch keine Glühbirne mehr dabei. Doch, da. Ich habe Angst im Dunkeln. Nein, eigentlich will ich nur Licht haben. Da baue ich lieber. Okay, machen wir das von der Eichenholztruhe dann weiter. Und dann muss ich so langsam auf mein Zettel gucken. Wir gehen also von hier aus. So. Gehen wir hier mal runter, machen dort Kisten drin. Ah ne, machen wir noch nicht. Verdammt. Ich laber Müll. Oder? Da kann man eigentlich Kisten dran machen. Das würde gehen. Aber wir nehmen das hier trotzdem mal ein bisschen weiter runter. So. Nein, nicht so. Zack. Müssen ja auch ein bisschen Platz haben hier. So. So, das wird hier ein bisschen weitläufiger. Merkt das schon. Denn auch hier kommt Truhen dran. Müssen wir gleich dann nochmal mit dem Schraubenschlüssel so ein bisschen bearbeiten. Das wird auch gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und. Ja, schon gesagt, und. So. Haben wir eine zweite. Und dann geht das hier sogar noch weiter. Ja, klingt komisch, ist auch so. Bitte warten. Zack. Zack. Und dann geht das hier auch nochmal runter. So. Und ich weiß nicht, ob das halt wirklich notwendig ist, aber wir kappen hier jeweils einmal so ein Dingens. Das ist hier nicht. Obwohl, dann kann ich mir auch ein so ein Ding sparen. Eigentlich. Ne? Ich weiß nicht, ob das halt wirklich wichtig ist von der Sortierung her und von den Filtern, die gleich nochmal reinkommen. Deswegen, ich mache das dann mal ganz kurz weg. So. Dann wollen wir natürlich, wer hätte es gedacht, auch wieder, dass die Dinger halt da reinrutschen. So. Muss ich wieder mit der leeren Hand machen. Kleinen Moment. Die sollen da rein. Hier echt Probleme, irgendwie das richtig anzuvisieren, ne? Insertieren. Kleinen Moment, bitte warten. Hier auch. Insertieren. Tralala. Insertieren. Wuppdidu. Und insertieren. So. Natürlich soll auch hier wieder ohne Redstone-Signal das Ding aktiv sein. Und dann soll hier mit dem Itemfilter weiterhin Stämme rein. Eine Kiste, wo halt kontinuierlich dann weiterhin Stämme reinkommen. Und in die restlichen Kisten kommen dann unentwegt kontinuierlich ganz tolle Eichenbretter rein. Die ich zum Glück auch dabei habe. So. Das heißt, Filter rein, Holz rein. Ja, auch. Filter rein, Holz hinein. Filter rein, Holz hinein. So. Und jetzt wird es zu dem Teil kommen, wo ich jetzt noch gar nicht drauf vorbereitet bin. Achso, und was ich natürlich halt auch noch einstellen muss, ist hier Round Robin deaktiviert. Dadurch werden
sämtliche Kisten gleichmäßig befüllt mit dem Produkt von da. Was ich jetzt natürlich auch noch vergessen habe, weil ich so toll bin. Das können wir aber dazwischen bauen. Ja. Machen wir mal. Da müssen wir hier nochmal eine automatische Werkbank dazwischen jagen. Gut, dass ich mir das extra aufgezeichnet habe. Gut, dass ich daran nicht gedacht habe. So. Automatische Werkbänke waren. Automatische Werkbank. So. Werkbänke plus Steinzahnrad. Ist ein tolles Zahnrad. Das war mit Sticks und dann Stein drumherum. Also eigentlich sehr günstig in der Herstellung. Relativ. So. Muss ich hier nochmal wieder ein bisschen Platz auch kriegen. Und ich das alles auch so hinkriege. Guck mal, da haben wir noch Photovoltaikzellen. Die können wir auch nochmal hier zum Dingens hinbringen. Wahrscheinlich auch hier schon genug Strom drin. Jo. Okay. Also die können sich auf jeden Fall nicht über zu wenig Strom beklagen. Dann mache ich dann wahrscheinlich aus Tropenholz. Das ist relativ kostengünstig. Aber ich brauche trotzdem erstmal Platz. Ja. Und was habe ich? Richtig, kein Platz. Yay! Achso, warte mal. Automatische Werkbank haben wir ja auch schon zwei. Aber das wird natürlich so vorne und hinten nicht reichen, so insgesamt gesehen. Ja, das wird nämlich ganz toll. Wird nämlich aufwendig und so. Mhm. So. Also machen wir hier ein paar Sticks. Bin ich doof? Was? Stick. Das ist Stock. Stock. Geht das nicht aus Tropenholz? Aus jedem verdammten anderen Holz? Aber mit meinen Mods nicht mit Tropenholz? Willst du mich verkackeiern? Geht's mit Fichtenholz? Hä? Geht's mit Eichenholz? Okay. Ja, meinetwegen. Gut, ist so wie es ist, ne? Kannst du machen nichts, kannst du machen, gucken zu. So. Und dann machen wir hier eine ungerade Zahl. Das ist nicht so toll. Machen wir lieber nochmal anders. So. Das ist aber auch eine ungerade Zahl. Verdammt. So. 36. Wieso habe ich das Gefühl? Ja, es wird schon wieder ungerade. Okay, gut, komm halt noch welche dazu. Nein, nicht so. So. Okay. Und damit mache ich mir jetzt einmal solche Zahnräder. Brauche ich ja noch ein bisschen Stein. Das ist immer fein. Kommt das hier so hin, da so hin, da so, la so. Steinzahnräder, 10 Stück. Das ist ein schöner, guter Anfang. Dann machen wir hier daraus 10 von denen. Willst du mich verarschen? Was habe ich mit meinem Minecraft gemacht? Das ging doch vor, einmal frei. Oder?
oder irre ich mich? Das ist Goldnugget hier, ne? Stört mich auch so. Was habe ich mit meinem Minecraft gemacht, dass ich das nicht mehr kann? Ich kann aus normalen Brettern nichts mehr herstellen. Kann ich daraus... Das geht. Das hätte jetzt auch meine ganze Planung auseinandergebracht. Okay, kann ich aus euch Truhen bauen? Nein. Okay. Seltsam, sehr seltsam. Ob das mit Ad Futurum zusammenhängt? Sollte vielleicht nochmal in Erfahrung bringen. Ja, jedenfalls machen wir hier ein paar davon, so. Machen daraus ein paar Werkbänke. Habe keinen Inventarplatz, wer hätte es gedacht. Kommen die versenkten Ziegelsteine hier rein. Quarz werde ich doch nicht wiederfinden. Kann auch hier rein, so. Und daraus habe ich dann zu wenig Steinzahnräder, aber hey. Für den Anfang macht es das, was es soll. Hoffe ich. So. Und dann knallen wir die automatische Werkbank einfach mal ganz kurz dazwischen. Sagen der Werkbank, was sie zu tun hat. Und dann mal weitersehen. Und da halt natürlich auch wieder Input-Output-Regeln und so weiter. Also, automatische Werkbank. Dazwischen. So. Das werkelt aber ohne Dingens, ne? Ja, müsste eigentlich. Okay, also hier bitte insertieren. Hier bitte extrahieren ohne Redstone. Jo. Hätte ich mir hier die Itemfeld auch sparen können, weil alles, was hier rauskommt, ist, sag schon, ohne Belang. Ist halt ohne Eichenholzbretter. So. Das heißt, ihm sagen wir, hey, du kriegst hier Eichenholz und das Eichenholz machst du Bretter. Und schickst du dann gleich weiter. So, ungefähr. Na, das ist halt dann zumindest der Plan. Ob das klappt, werden wir halt dann sehen. So, nächste Etage. Was up? Ja, da haben wir dann eine Etage, hier macht dann Sticks. Das machen dann die letzten. Und die Sticks sollen dann halt weiterverarbeitet werden zu Zäunen. Und teilweise halt auch Sticks bleiben. So, eine Bretterkiste bleibt Bretter und eine Bretterkiste wird dann halt weiterverarbeitet zu Treppen, Slabs, Türen und Falltüren. Und Truhen. Was halt jetzt nur so die Frage ist, warum funktioniert das nicht mehr mit dem Standardholz von Minecraft? Das ist etwas, den sollte ich mal auf den Grund gehen und wir gucken uns das dann an in der nächsten Folge von Minecraft, was dann daraus geworden ist und wieso, weshalb, warum hat das denn jetzt hier nicht funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Schau mal. Also dann, bis denne.